Moin moin Leute, Sebastian hier von DevCop Vlog und ja, ihr seht's, neue Frisur, neues Outfit, denn ich bin stolzer Fan von der Mannschaft Sky. Aber das nur nebensächlich, denn ich habe mir was Neues gegönnt und zwar habe ich wirklich super günstig was Tolles bekommen für mein DJ-Equipment und das Ganze seht ihr hier in der großen Kiste und die werden wir jetzt mal zusammen aufmachen und dann mal schauen, was drin ist. So, und damit seht ihr, ich habe, wie schon erwähnt, relativ günstig mir ein vorzeitiges Geburtstagsgeschenk geleistet. Und nämlich zwei CD-Spieler für mein DJ-Equipment. Ja, die werde ich euch dann nachher mal zeigen, wenn wir die guten Geräte dann anschließen. Sind also wirklich hier mit, ich glaube, mit MIDI-Controller dran, also da bin ich mir jetzt aber gerade nicht sicher. Auf jeden Fall MP3-Player, also da kann ich dann mit USB-Stick dann auch meine MP3s direkt in die Player laden. Wird auf jeden Fall geil. So, moin moin, neuer Tag und ihr seht schon, hier sind die zwei schönen Geräte. Ja, ich habe gestern schon mal ein bisschen dran rumgespielt, ein bisschen was gemacht, so minimal gemixt. Also nicht mit den minimal gemixt, sondern ich ein bisschen was probiert, wie die Geräte so funktionieren. Und ja, ich habe zwei USB-Sticks vorbereitet und werde euch jetzt kurz so die Geräte ein bisschen zeigen. Und dann werde ich in einem extra Video, ja, werde ich mal gucken, ob ich mal so eine halbe Stunde mal einen Mix mache oder so 40 Minuten, 50 Minuten, mal schauen. Und dann das mal hochladen in der Hoffnung, dass YouTube mir da keinen Strich durch die Rechnung macht. Beim letzten Mal hat es ja funktioniert mit den Schallplatten. Deswegen hoffe ich, dass es mit den MP3s diesmal auch funktioniert. Und damit ihr einfach mal mich da mal bei der Arbeit seht, weil die Dinger sind der Hammer, ja? Die sind absolut geil. So, ich schalte die einfach mal ein. Und dann hier einfach USB-Stick. Gibt es hier oben so eine geile Buchse, ja? Das, was man am liebsten macht, ins Loch stecken. Das Geniale ist sogar, die Plattenspieler sind, die CD-Spieler sind so intelligent, eigentlich von der Software her, dass sie sogar auf ihrem USB-Stick, also auf dem jeden einzelnen, eine Playlist anfertigen, also quasi die Software, die hier drin arbeitet, ja, speichert auf dem USB-Stick Daten ab. Finde ich hammergeil. Dass, wenn man zum Beispiel die Geräte an PC anschließt, kann man dann quasi die Daten wieder abrufen, ja, und halt gleich mit weiterverarbeiten. Ja, also kurz zum Gerät an sich. Ist, ja, es soll jetzt keine Produktvorstellung werden oder so. Ist jetzt, wie man ja unschwer erkennt von Pioneer, jetzt schon was Neueres. Es ist nicht das ganz Neue, ja, aber für mich reicht's. Wir haben, wie gesagt, ein sogenanntes Jogwheel. Also so, wie man es von den früheren CD-Spielern kennt, dass man halt hier so mit ein bisschen Gas geben kann und zurückbremsen. Was ich ja genial finde, wenn man hier auf Vinyl umschaltet, kann man quasi mit leichtem Druck eine Schallplatte nachimitieren. Machen wir das einfach mal kurz. Einfach hier auf USB umschalten. Reinwählen. Und dann kann man sich hier die ganzen MP3s, die man draufgeladen hat, hier abrufen. Ja. So, müssen wir hier natürlich noch einschalten. Seht ihr, wenn ich jetzt hier drauf drücke, wie bei der Schallplatte, ja,
würde ich sie sozusagen anhalten. Natürlich kann man hier über einen Feinregler das noch halt nachimitieren, je nachdem, wie viel Druck man quasi ausüben möchte, beziehungsweise wie viel Druck die Software des Gerätes dazu simulieren soll. Ich habe jetzt hier so meine gute Einstellung gefunden. Und dann kann man halt wirklich hier mit dem leichten Druck ausüben. Kann man halt stretchen, ohne dass die Nadel wegspringt, ja? Das ist halt echt genial. Ansonsten hier mit dem Jogwheel. Also Schwung geben oder kurz bremsen. Sonst natürlich, wie eigentlich bei jedem normalen CD-Spieler heutzutage, gibt es Loop-Funktion. Ja, also ich habe jetzt quasi einen Vierteltakt eingeloopt. Kann man zum Beispiel am Titelende nutzen. Ja, dann läuft einem die Platte nicht mehr weg. Also es hat an ihm wirklich viele Vorteile, so ein Gerät. Ja, dann einfach hier auf Exit drücken und dann kommt man wieder raus und Ding läuft weiter. Ja, das soll es wie gesagt zu dem ja, Vorstellungsvideo bzw. Upgrade-Video meiner DJ-Technik gewesen sein. Und ich freue mich, wenn ihr zum nächsten Video reinschaltet, wenn das natürlich hoffentlich alles funktioniert, dass ich ein Set euch mal hochladen kann. Ja? Also ein Videoset, wie ich jetzt mal so eine halbe, dreiviertel Stunde mal Mucke mache oder vielleicht nur Stunde, aber es wird im Hochladen ewig dauern. Und ja, an dieser Stelle, bye bye, macht's gut. Euer DevCorp von Flox. Bye bye.